Sie sind ja auch Mitglied des Weltklimarates. Ich glaube, am Anfang muss man einfach mal fragen, was macht der eigentlich? Also entschieden wurde bei den Vereinten Nationen 190 Mitglieder, dass eine Gruppe von Wissenschaftlern einen Bericht über das Klima schreiben sollte. Das war schon vor 1990 das erste Mal so richtig. Und seitdem wird das alle 5-6 Jahre wiederholt. Und das, was wir machen, ist, dass wir die Literatur über die Klimaänderung sichten, sie zusammenführen und einen Statusbericht schreiben. Und der Bericht, den der sogenannte Klimarat, der Klimarat schreibt, ist ein Statusbericht über das, was wir über das Klima wissen, zu dem Zeitpunkt, wo es veröffentlicht wird. Wenn Sie es jetzt ganz vereinfachen müssten, sozusagen, es wäre eine Art Krankenakte, hat die Erde denn jetzt tatsächlich Fieber? In der Tat erwärmt sich die Erde und es ist eindeutig, dass sich die Erde erwärmt und es ist auch eindeutig, dass wir zu mindestens 50% wahrscheinlich mehr daran schuld sind, dass die Temperatur der letzten 50 Jahre angestiegen ist. Durch die Nutzung von fossilen Brennstoffen, durch die Emissionen von CO2. Mit dem CO2-Signal haben wir natürlich eine Änderung in der Atmosphäre herbeigeführt, die die Erde seit mehr als 1 Million Jahren nicht mehr gesehen hat. Nämlich eine Erhöhung um mehr als 100 Einheiten pro Million an CO2. Inhalt in der Atmosphäre. Sie haben begonnen in dem Vortrag, in dem Sie mal so grundsätzlich aufgezeigt haben, was hat denn Einfluss überhaupt auf die Erdwärme? Da gab es eine wunderbare Ellipse, wo man da feststellte, ach naja, so alle 9000 Jahre ändert sich das auch. Und im Grunde genommen hatte man so ein bisschen Hoffnung, sagte, ach, das ändert sich ja von alleine. Sie sagen aber, es ist jetzt kein Phänomen, das man über 20.000 Jahre beurteilen darf, sondern es ist tatsächlich handgemacht, von Menschenhand gemacht, eine Erderwärmung, die uns erhebliche Probleme bringen wird. Ja, die Erwärmung, die wir jetzt zurzeit sehen in den letzten 50 Jahren, insbesondere, die kann nicht anders erklärt werden als durch die Emissionen von CO2 durch den Menschen. Es gibt keine natürlichen Faktoren, die das erklären können. Und die Emissionen sind so gewaltig, dass sie sozusagen in der Natur seit mehr als 1 Million Jahren nicht gesehen wurden, diese hohen Konzentrationen. Nicht? Und die werden weiter steigen. Wir benutzen ja weiter fossile Energieträger und deswegen wird sich die Erde erwärmen. Natürlich muss man sich fragen, nicht, was passiert denn, außer dass die Erde wärmer wird? Wird es mehr regnen oder nicht? Werden die Stürme häufiger werden? Und da ist natürlich noch viel Forschung zu leisten, denn das ist nicht so eindeutig, ob die Extremwerte oder wie die Extremwerte sich verändern werden. Dass wir mehr Hitzewellen kriegen, das ist ziemlich offensichtlich. Nun steht der Bürger ja manchmal machtlos da und denkt sich, ja, die Großindustrie, die ist dran schuld, ich kann da ja eigentlich gar nichts machen. Das sind lauter schlaue Köpfe, die wissen, dass es ein Problem gibt, aber gehandelt wird trotzdem nicht. Ist das so? Ich glaube schon, dass gehandelt wird. Auch in China, die ja alle paar Tage ein neues Kohlekraftwerk bauen, die bemühen sich natürlich schon um die regenerativen Energien. Bloß sie haben natürlich andere Sorgen. Sie wissen, dass sie durch den Klimawandel auch ihr Land verändert wird. Nicht? Und sicherlich ist es so, dass wir schneller vorangehen könnten international, aber das passiert natürlich nicht, weil die Sorgen der Politiker eher finanziell begründet sind, Arbeitsplätze als die Umwelt. Und da muss man natürlich was tun. Und da kann jeder was tun, indem er einfach sorgsam mit Energie umgeht. Was macht Ihnen denn am meisten Hoffnung, dass wir weltweit dann doch vielleicht die große Katastrophe verhindern können? Ich habe immer noch die Hoffnung, dass der Mensch vernünftig ist. Gibt es dafür Indizien? Gute Frage. Wenn ich mich persönlich umschaue, natürlich. Nicht? Und wenn man in die internationale Politik guckt, dann sieht das natürlich schon ganz anders aus. Sie haben das auch sehr schön dargestellt, dass im Grunde genommen, je kleiner die Einheit derjenigen, die sich darum kümmern, umso höher der Wirkungsgrad. Das heißt also, auf Politik hoffen Sie nicht wirklich, auf Unternehmen? Ich hoffe natürlich auf sogenannte Clubs, ob es nun die 40 Städte sind oder andere, auch Unternehmen, die die Lawine ins Rollen bringen. Anders, glaube ich, wird das nicht passieren.
Kyoto-Nachfolge in einem internationalen Konzert wird es vielleicht nicht abgestimmt geben. Und die Hoffnung ist natürlich, dass kleinere Einheiten die Lawine zum Laufen bringen. Sie sprachen von 40 großen Städten der Welt, die sich offenbar doch ernsthafte Gedanken machen. Ja, und natürlich auch andere Clubs, nicht? Also Vereinigungen von Betrieben, aber auch von Bürgerinitiativen, die sich überlegen, wie man das besser machen kann, und zwar schneller als die internationale Politik. Zum Schluss, die kleinste Einheit bin ja ich selbst, also der einzelne Mensch. Was tun Sie, um das Klima zu retten? Ich fahre ein kleines Auto, ein Golf, und ich versuche natürlich mit Energie sparsam umzugehen. Ich benutze das Auto selten, ich fahre mit der Bahn zur Arbeit, aber Energie bewusst nutzen, das ist, glaube ich, das, was jeder kann, und das gibt schon Einsparungen. Sie haben auch erzählt, dass Sie mit Ihren Kindern wandern gehen. Was erzählen Sie denn Ihren Kindern, was sie tun müssen in der Zukunft? Vernünftig mit dem Planeten umgehen. Der Planet ist nur nachhaltig kann nur nachhaltig überleben, nicht? Wenn wir uns nachhaltig verhalten. Das heißt also, weniger Ressourcen rausnehmen aus dem Planeten, als er nachliefert, nicht? Und das, was wir im Augenblick mit Öl und Kohle machen, das ist schon ein starkes Stück, muss man sagen. Und ganz nebenbei, Öl zu verbrennen, ist eigentlich ein ganz schlechtes Unterfangen. Nicht? Öl braucht man für andere Sachen. Das zu verfeuern ist eine Sünde.